Ein herzliches Willkommen zurück zu Risen 2 Dark Waters. So, wir sind wieder bei der Piratenstadt und jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Rache bekommen. Ich will vorher mal ein bisschen noch hier... Hier ist er auch wieder da. Mal hier rumfragen, was die Leute so sagen. Pirat, Pirat. Im Becher saufen mehr Leute als im Meer. Was? Lass mich in Ruhe. Alles okay. Weißt du was? Ah, stimmt. Ich habe Nachschub für dich aus Takarigua. Bei Neptuns Bar, das ist ja hervorragend. Hier, nimm das Gold. Du weißt ja, worin du es investieren kannst. Sicher. Komm, 1000 Gold. Darauf trinken wir ein. Du wirst noch mein neuer Lieblingskapitän, weißt du das? Sag nicht sowas. Geil. Zeig mir, was du anzubieten hast. 5000 habe ich jetzt. Jetzt gucken wir mal. Habe ich eigentlich noch was zum Verkaufen? Krallen können wir verkaufen, Zähne können wir verkaufen. Und den Silberpokal, den Rest lassen wir mal. So. Ja. Wer solche Freunde hat. Ich glaube, wir gehen direkt jetzt zum Admiral. Hey, sag mal, hast du vielleicht Rick gesehen? Was ist denn mit Rick? Er ist vor einiger Zeit hier vorbeigelaufen und hat was von Schätzen gefaselt. Ich glaube, er wollte in den Dschungel. Ich habe ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen. Er kann doch gar nicht richtig kämpfen. Ich mache mir echt Sorgen. Hast du eine Ahnung, wo Rick sein könnte? Nein, aber frag doch mal Bill. Der steht doch den ganzen Tag am Ausgang. Ich werde Rick mal suchen. Ich danke dir. Im Dschungel ist es echt gefährlich. Jo. Allerdings muss ich halt sagen, ich will, Wie ist denn das? Ich will ja eh nochmal zu diesem Wasserfall, ne? Okay. Nichts Besonderes. Jetzt gehen wir kurz zu Bill, was der weiß, und dann gehen wir, wie gesagt, zum Piratenkapitän. Was ist da los, sagt er? Sag mal, hast du Rick gesehen? Du meinst den dürren Lagermeister? Genau den. Hi. Und wo ist der hin? Ist dem Pfad in den Dschungel gefolgt. Er hatte eine Schaufel dabei und sah ziemlich glücklich aus. Ich habe ihn vor den Monstern gewarnt, aber er hat nicht gehört. Frag doch mal die Wasserträger am Teich nach ihm. Danke, das werde ich. Oh Mann, ey. Hoffentlich habe ich es nicht in den Tod geschickt. Was willst du wissen? Es dürfte nichts mehr da sein, aber... Wie soll ich das machen? Komm. Wie geht die Konterattacke? Aber wirklich gute Kämpfer begnügen sich nicht damit, die Attacke des Gegners zu unterbrechen. Sie gehen direkt zum Angriff über. Also schlage die Klinge deines Gegners zur Seite und setze direkt nach. Lass deine Klinge so abgleiten, dass du deinen Gegner triffst. Okay, das probieren wir dann mal aus. Und jetzt bin ich gespannt. Auch der Admiral mobiliert. Ich kann mir echt vorstellen, dass der... Obwohl, die Wache steht davor, also von daher dürfte vielleicht doch nichts passiert sein. Wer hängt da unten ab? Einen Moment. Ich kann dich da jetzt nicht reinlassen. Geh mir aus dem Weg, oder du wirst es bereuen. Ja, so, du Verräter. Übergelaufen? Du meinst, er hat uns einfach im Stich gelassen? Ich fürchte ja. Wahrscheinlich sitzt er jetzt gerade mit den Protektoren an einem Tisch und lacht über uns. Ach, ich weiß nicht. Das passt gar nicht zu ihm. Hör zu, ich schwöre dir. Glaub ihm kein Wort. Er ist ein Lügner. Tja, jetzt hol mich der Teufel. Du lebst noch? Ja, aber du nicht mehr lange, du Schwein. Komm raus, lass es uns zu Ende bringen. Was zum Henker ist hier eigentlich los? Slane hat uns beide verarscht, Admiral. In seinem Auftrag habe ich gegen dein Handelsverbot verstoßen. Zum Dank dafür hat er versucht, mich umzubringen. Was sagst du da? Das ist ja ungeheuerlich! An deiner Stelle würde ich mich vor ihm in Acht nehmen. Wenn du mich fragst, steckt er mit Mara unter einer Decke. Er hat's ja gesagt auch. Tja,
Keine Ahnung, wie du das überlebt hast, aber für einen Kampf hast du dir den falschen Ort ausgesucht. Dieser Hafen hier ist neutraler Boden. Kapitän, wenn du nicht gegen deinen geliebten Kodex verstoßen willst, dann wirf diesen Bengel aus deiner Stadt, Alvarez. Komm her, wir können es gleich hier erledigen. Schluss damit! Wenn ihr euch prügeln wollt, dann so, wie es der Kodex verlangt. Ihr werdet draußen auf dem Blutschwurplatz ein faires Duell austragen. Nichts lieber als das. Na schön, Kleiner. Da hast du deinen Kampf. Mach dich bereit. Ich warte auf dich draußen auf dem Blutschwurplatz. Sehr gut. Jetzt gibt's Rache. Okay. Wo war der jetzt nochmal? Der war doch hier, gell? Oh. Hab ich da was vergessen aufzusammeln? Geht ja gar nicht. Ja, also. Okay. So, mein Freund. Hast du noch was zu sagen? Ja. Was hat Mara dir dafür bezahlt? Was sie mir gibt, kann man mit Gold nicht aufwiegen, mein Freund. Na, jetzt dreht er völlig durch. Wenn du sie nur sehen könntest, wie ich sie sehe, dann würdest du verstehen. Ich höre ihre Stimme. Immerzu sehe ich ihr Gesicht. Sie ist wunderschön. Ich habe gar keine andere Wahl, als ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Mann, du bist ja vollkommen besessen von diesem Monstrum. Ja, spotte du nur. Deine Zeit ist vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Sie hat deinen Tod befohlen und genau das werde ich jetzt erledigen. Du bist so gut wie tot! Komm mal. Gewicht! Das ist eine super feige Taktik, aber das ist mir egal. Zeig's ihm! Gut, den Rest machen wir mit dem Säbel. Tja, mein Freund, das war's dann wohl. Okay, du hast gewonnen. Du willst den Dolch? Vorsichtig. Ah, das war klar. Danke. Das war mal geil. Käsemesser. Hervorragend. Jetzt will ich das aber mal anschauen. Wo ist der? Ah, da. Was kann der denn? Wurfwaffe. 60 Schaden, naja, gut. Was hat er denn gehabt? So, das tat gut. Das ist uns fort. So. Die eigentlich alles so knackt? Weiß ich gar nicht. Das war der Scheiß. Was habe ich da gehört? So. Ja, mach Stress. Mach, dass du wegkommst! Komm her! Slane hat den Kampf verloren. Es ist ein großer Schock für mich, dass Slane zu Mara übergelaufen ist. Sicher war er nicht immer das, was ich mir unter einem ordentlichen Pirat vorstelle, aber... Du beherbergst den schlimmsten Feind unter deinem eigenen Dach. Großartiger Anführer bist du. Tja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wie wär's mit... Danke, hier hast du all mein Gold. So weit würde ich nicht gehen. Aber du hast dir in der Tat eine Belohnung verdient. Wenn du willst, bilde ich dich zum Schwertmeister aus. Was ist eigentlich mit dem Dolch? Den hatte Slane natürlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut gemacht, Captain. Ich hoffe, dass du auch weiterhin erfolgreich bist. Wir müssen alle Artefakte in unseren Besitz bekommen, bevor Mara alles in Schutt und Asche verwandelt hat. Was machen wir, wenn wir die Artefakte haben? Natürlich werden wir versuchen, sie gegen Mara einzusetzen. Was denn sonst, du Grünschnabel? Dazu müssten wir Mara erst einmal finden. Das klären wir, wenn sich die Artefakte in unserem Besitz befinden. Wie du das sagst, hört sich das ganz einfach an. Vertrau mir. Wir werden einen Weg finden. Wie du meinst. Ich gehe dann mal wieder. Viel Glück, mein Junge. Komm heil und gesund wieder. So, machen wir das. Hey, warte mal, unterrichte mich doch bitte noch. Raus hier! Oh, komm her. Mach, dass du wegkommst. Unterrichte mich. Was soll ich dir zeigen?
nicht zu, also Kling 10. Jetzt weiß ich, schon geil. Ich bin noch nicht gut genug. Okay, das mache ich aber. Bleib da stehen, bitte. Was habe ich denn jetzt? Ah, okay, shit. Na gut, das wird auch nicht gehen. Mach, dass du wegkommst. Aber wissen wir mal Bescheid. Ich nehme das mal mit, mein Freund. Okay, dann haben wir das hier mal erledigt. Jetzt gucken wir mal in das Logbuch. Wir haben jetzt ein bisschen Gold gesammelt. Auf den Spuren von... Ja, wir müssen ins Archiv, das wissen wir. Woher kriege ich dieses dumme Ding? Ja, da komme ich halt nicht rein. Also ich werde jetzt wahrscheinlich eh dahin müssen. Jetzt suchen wir mal den Rick. Es kommen keine Waren mehr aus Tagarigua. Es kommen keine Waren mehr aus Tagarigua. Und jetzt kann man nicht mal mehr zu den eigenen Händen. Ich habe keinen Bock. Was sind denn das für Geräusche? Kannst du mir was beibringen? Ah, wie? Was willst du wissen? Ah, ich weiß nicht. Soll ich oder soll ich nicht? Mach das später, wenn ich mal hier ein bisschen stärker geworden bin nochmal. Und vor allem dieses ganze Geld, was mich hier, wie heißt es nochmal, nicht Cartagena, ich will immer Cartagena sagen. Heißt es denn Cartega, glaube ich, heißt. Bis ich da alles erledigt habe. Der hat mir nichts zu sagen, ah doch, warte. Hast du vielleicht Rick hier vorbeikommen sehen? Hä? Rick, den Lagermeister, hast du ihn gesehen? Du bist manchmal ziemlich ungewöhnlich. Weißt du das? Warte mal. Ich habe ihn gesehen. Er ist im Pfad in den Schungel. So ziemlich gerade auf die Felswand zu. Faselte was vom Fluss. Felswand und faselt was vom Fluss. Kann ja dann nur in diese Richtung gelatscht sein. Also, dann gucken wir uns das mal an. Ich könnte dieses... Wieso sind hier Viecher? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber mir soll es, wie gesagt, recht sein. Ich dachte eigentlich, ich mache mit einem Ding kaputt. Achso, das sind die Wasserträger. Also was es hier gewittert, das ist echt abnormal. Das kann nicht sein. Blaukralle. Komm her, du. Oh, der hält deutlich mehr aus. Aber ich finde es gut. Erfahrungspunkte kann man nämlich immer brauchen. Oh, da ist noch ein Stinker. Sehr schön. Laufe ich richtig? Mal gucken, weil ich laufe nicht richtig. Ich bin da so gierig auf Viechzeug bin und alles kaputt machen muss. Was waren da nochmal? Geht hier nochmal kurz hin. Vielleicht haben die irgendwas oder vielleicht lungert der. Dieses plötzliche Auftauchen ist so ultra nervig. Aber lecker Erfahrungspunkte. Kann ich vergessen. Ja, die stehen jetzt da hinten gut rum. Weißt du was? Ich glaube, ich penne nach.
Schnell hier. Ist mir doch egal, was das war. Hauptsache, ich sehe... Gut, dass es noch Typen wie dich gibt. Okay. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Na, das freut mich doch auch. Ist mir doch egal, was das war. Hauptsache, ich sehe es nie. Vielleicht haben wir dann auch dieses dumme Gewitter hier weg. Ja, wir gehen noch schön schlafen. So. Na, das sieht doch viel schöner aus. So liebe ich das. Nehmen wir auch wieder was. Sehen auch Krokodile vielleicht früher. Die irgendwo rumhängen. Aber ich sehe nur einen Affen. Den schnappen wir uns. So, jetzt müssten wir, ja. Wir gehen nochmal hier lang. Schauen mal, dann sind wir hier am Fluss. So. Vielleicht kennt er das Passwort und hat es für uns geöffnet. Oh, das wäre ja geil. Also ich sehe hier nicht niemand drumherum. Den. Und die Möglichkeit könnte echt bestehen, weil ich habe echt keinen Plan, wo ich dieses Passwort herbekommen soll. Komm her, mein Schatz. Brauch Ruhm. So, hier geht's hoch, oder? Oder er schafft es, das Ding zu öffnen und liegt dann tot irgendwo rum. Was schon gemein wäre. Weil irgendwie, wie glücklich er jetzt hier war. Wie es beschrieben wurde, dass er so glücklich war. Das tut mir schon leid. Ist das... Oh, ist das offen? Ich glaube, es ist offen. Ah ne, es war so oder so offen. Ah, verdammt. Wieso weiß ich nicht, was... reinkommen. Ich brauche das Losungswort. Ich brauche das Losungswort. Ja, ja, ich... Das ist auch so ein Drecksviech. Okay, der Plan ging schon mal in die Hose. Jetzt müssen wir den Dude irgendwie finden. Wo könnte der sein? Sein. Oh, das hat sich so logisch angehört. Schade. Dann gehen wir jetzt nochmal schön hier hin. Gucken. Was ist denn hier unten? Nee. Das haben wir wahrscheinlich schon geöffnet, ja, sag ich mal. Alter, hab ich das jetzt erschreckt. Oh. Liegt da tot rum, hey. Vielleicht ist er auch bei dem Feuerchen. Da hinten ist noch eine Pflanze, ich guck aber... Vorsichtshalber noch hier hin. Ich sehe nicht. Wo könnte er sein? Logisch wäre es, wenn er jetzt am Feuer rumsitzen würde.
ziemlich verflucht, weil er keinen Schatz bisher gefunden hat. Aber besser als tot. Shit, ist er auch nicht. Wo ist der denn? Mein Freund, wo... Ich habe kein Fleisch zum Braten. Wo bist du? Also gut. Er ist hier der Weg, dann ist er bis zum Fluss. Er wird hier nicht bei Mac. Jetzt kommen wir irgendwie so weit schon. Machen wir das so, dass ich auf der Seite des Flusses mal hier alles abgras und wenn er nicht bei Mac's Turm ist, laufe ich halt auf der anderen Seite zurück und hoffe, ihn dort zu finden. Wie gesagt, wir können noch ein paar Erfahrungspunkte hier holen, beziehungsweise Ruhm. Finde ich sowieso gut. Und muss nur... Was ist denn? Ich werde schon wieder hier vorbei. Wir müssen hier nochmal hoch. Weiß ich doch gar nicht mehr. Hier ist es richtig, oder? Durch, ich komme. Ja, wobei rum? Ach so, ah, guck an. Dreckiger Versunkener. Ist Viech. Na, da hüpf. So, machen wir das halt so. Ja, glaube ich hier nicht. Damit gleich. Hä, wo ist Mac? Aber ich könnte ja einen Trank mir reinpfeifen. Aber auch noch mal kurz schauen, ob vielleicht, nee, habe ich nicht. So, Trank des Diebes, ja. Okay, dann komm, gib ihm. Och du Shit. Gott, ist das ein Cheat. Das war zu schnell aus Versehen. Hä? Oh, ist das ein Müll. Jetzt aber. Boah, heftigstes Schloss, was wir hier hatten. Er hat nur diesen Rotz. Deswegen habe ich einen Trank geopfert. Danke fürs Gespräch. Ich hasse dich. So, dann machen wir uns auf die Suche nach unserem Kumpel. Muss ich nur gucken, ob ich überhaupt richtig latsche. Ich laufe nämlich genau falsch. So, ja genau, hier bin ich richtig. Ups. Ah, das war jetzt echt enttäuschend. Jetzt habe ich echt gehofft, ich kriege hier was richtig Geiles. Das muss so komisch sein, Mann.
Wo könnte er sein? Da hinten ist was. Ich deck deinen Rücken. Ist gut. Wenn ich jetzt wüsste, wie die Konterattacke geht, wäre ich auch sehr dankbar, aber wo ist denn die Axt? Keine Waffe? So, jetzt müsste ich ja... Oh, oh! So ein Viech! Der ist ja Pipi! Ich gehe mal hier hoch, weil da war glaube ich auch mal ein Schatz. Vielleicht... hier. Nee, ich habe ihn nicht hier. Okay. Wollte nur mal schauen, was passiert, wenn ich da... Ah, da hinten ist irgendeine Truhe. Könnte eine Truhe sein. Wir gehen auf jeden Fall mal hin. Doch, hier ist eine Truhe, aber die haben wir geöffnet. So, jetzt müssen wir... Okay, kein Problem. Lächerlich. Ja. Wo ist Rick? Mein lieber Rick, wo bist du? Ey, wo beginnt denn der Fluss? Da steht doch ein Fluss. Okay. Jetzt machen wir es so, wie abgesprochen. Ich laufe jetzt auf der einen Seite mal entlang. Da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht hoch, oder? So, da waren die ganzen Gorillas. Verstehe. Ich sehe schon mal nichts. Der Stand wurde erstellt. Sage ich jetzt mal nicht nein. Da sehe ich keinen. Ja, da waren wir ja schon. Shit. Jetzt noch mal hier weiter. Wo könnte der denn sein? Also im Prinzip müsste er hier sein. Das ist der Pfad. Wir laufen jetzt hier mal kurz zurück und laufen dann wieder gleich nach links. Ich sehe keinen. Das ist wirklich dumm. Tja, da war doch auch noch ein Schatz, das könnte man auch noch machen, oder? Und dann Level 2. Ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwie so Schaufelgeräusche gehört.
Oh, komm, hör auf. Bell dich bitte nicht so dumm an. So. Bitte sei hier oben. Hey. Nicht da. Wo könnte er denn sich rumtreiben, der Wicht? Na gut. Ich muss jetzt mal auf die Zeit gucken. Ja. Dann würde ich sagen... Na komm, kletter mal noch nach unten. Und dann würde ich sagen, sind wir auch hier am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön und bis denne. Tschüss.